Das wird der strahlendste Stern, der je auf unserem Dach geleuchtet hat. Die Jungs vom E-Werk werden dafür ein paar Überstunden schieben müssen, hä? Dann wird dich das Flugblatt interessieren. Es war im Briefkasten. Vom Weihnachtslichterkomitee. Da gewisse Festbeleuchtungen immer wieder die Grenzen von Energieverschwendung und gutem Geschmack überschreiten, sind dieses Jahr strikte Vorschriften einzuhalten? Die machen dich fertig, Dad. Wieso? Meinst du, die Geschichte geht gegen mich? Hast du das da unten nicht gelesen? Die Verordnung heißt aus gegebenem Anlass die Tim-Taylor-Klausel. So ein Blödsinn. Das ist absoluter Blödsinn. Die Netzbelastung ist auf 2x20 Ampere limitiert. Glühbirne nicht über 25 Watt. Haha. Maximalhöhe der Elfen 1 Meter. Welcher Elf ist 1 Meter klein? Und damit geben sie dir den Rest. Krippenszenen dürfen nur solche Figuren enthalten, die ausdrücklich in der Bibel erwähnt werden. Und das bedeutet das aus für die 3 Stooges. Das sind die heiligen 3 Könige. Und wieso pieksen die sich in die Augen? Um sich die Zeit zu vertreiben. Hier riecht es komisch. Ich backe uns einen besonderen Weihnachtskuchen. Er wird aus Ananas gemacht und Mangos und Papayas. Ein Früchtekuchen. Wir hassen Früchtekuchen. Das weiß ich. Es ist kein Früchtekuchen. Es ist ein Weihnachtskuchen mit Früchten. Kuchen mit Früchten. Anders gesagt, Früchtekuchen. Hey, lass es nicht an mir aus, dass unsere Nachbarn deine Weihnachtsdekoration auf dem Kieker haben. Weißt du, was die mich können? Die können mir leid tun. Ich habe Wilson auf meiner Seite. Hilft er dir mit dem Dachaufbau? Nein. Er gibt mir seine Stromeinheiten. Er dekoriert sein Dach nicht und er überlässt mir seine Einheiten. Oh. Damit habe ich mehr Watt. Damit können meine Figuren alle anderen überstrahlen. Ich bin erstaunt, dass Wilson das mitmacht, nachdem er das Flugblatt gelesen hat. Hat er vielleicht nicht. Wo sind die Jungs? Ich brauche Hilfe. Sie holen Mom vom Flughafen ab. Hör mal, wenn sie da ist, dann sei doch bitte extra nett zu ihr. Das sagst du jetzt? Ich habe gerade das Loch gebuddelt. Nein, du weißt schon. Ich möchte, dass es eine schöne Feier für sie wird. Das erste Weihnachten seit Dads Tod. Mhm. Das ist bestimmt deprimierend. Hey, die neue Weihnachtsdeko wird sie auf andere Gedanken bringen. Rate mal, wer dieses Jahr den Weihrauch trägt. Komm, sieh dir das mal an. Hier. Wow. Ja. Ein Hochzeitsfoto von deinen Eltern. Ich hab's nach der Beerdigung gefunden und restaurieren lassen. Es ist mein Weihnachtsgeschenk für sie. Was meinst du? Die haben das wirklich super hingekriegt. Ja. Und sogar ein Lächeln haben sie deinem Dad auf die Lippen gezaubert. Nein, er lächelt wirklich. Du hast gesagt, er war bei seiner Hochzeit wütend. Nein, nein, nein. Das war bei unserer Hochzeit. Ich danke dir. Oh, Tim, fröhliche Weihnachten. Weihnachten, Lillian. Schön, ich freue mich auch. Gib mir deine Hand. Hallo, mein Liebes. So, dass fröhliche du da Weihnachten. Die Frisur ist entzückend. Danke, du siehst großartig aus, wie immer. Wie war denn die Fahrt vom Flughafen? Warst du zufrieden mit Brad? Oh ja, es war lange nicht so aufregend wie sonst die Fahrten mit Tim. Also, stell dir vor, Detroit hat auch Stoppschilder. Rundliche rote Dinger, ja, habe ich irgendwo gesehen. Oh, Jill. Der Baum ist wunderschön. Ja, er ist gelungen, nicht wahr? Wenn man von der Zündkerze mal absieht. Immer dasselbe. Jedes Jahr schmuggelt er wieder seine Autoteile an den Weihnachtsbaum. Und statt Ostereier versteckt er Auspuffteile. Mom, ich habe ein Geschenk für dich.
Du musst es auspacken, solange wir allein sind. Nein, 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 es ist noch nicht Weihnachten. Schon, aber es ist sehr persönlich und du sollst es aufmachen, wenn nicht so viele Leute um uns rum sind. Apropos, gut, dass wir gerade allein sind. Ich möchte dich noch etwas fragen. Wärst du einverstanden, wenn ich jemanden einladen würde, mit uns Weihnachten zu feiern? Eine Freundin? Er ist wirklich sehr nett. Er? Sein Name ist Parker. Er ist Ingenieur. Und er besucht über die Weihnachtsfeiertage Bekannte in Detroit. Mom, soll das heißen, dass du eine Liaison mit einem Mann hast? Ja, so könnte man sagen. Wir treffen uns regelmäßig seit ein paar Monaten. Er ist wirklich sehr sympathisch. Darf ich ihn zum Fest zu uns einladen? Ja, sicher, natürlich, keine Frage. Ich möchte, dass du an diesem Fest glücklich bist. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich darüber freue. Ich wusste erst nicht, wie ich es dir sagen soll. Oh, naja, jetzt hast du es mir gesagt und ich weiß es. Also gibt es für niemanden Grund, nervös zu sein. Ich habe ein Bild von ihm dabei. Ich habe extra ein Foto von uns beiden für dich mitgebracht. Hier ist es. Er hat einen Entensteiß und du trägst einen Petticoat. Ja, das war 50s Night in Karaoke Pete's Tandoori Küche. So. Parker singt traumhaft Blue Suede Shoes. Er trägt ja auch ein paar. Das ist ein verrückter Vogel. Oh, also, wie war das mit dem Weihnachtsgeschenk? Weißt du, was ich gerade sehe? Das ist ja gar nicht deins. Ich suche es schnell und dann kriegst du es. Ist gut. Dann rufe ich jetzt Parker an und sag ihm, dass er eingeladen ist. Ich bin gespannt, wie er dir gefällt. Ich auch. Sieh dir das an. Ein Paradiesvogel im Birnbaum. Tim? Mom hat mir gesagt, sie bringt einen Herrn zum Fest mit. Wieso bringt sie nicht mehr davon und rührt sie in deinen Weihnachtskuchen? Mach keine Witze. Sein Name ist Parker. Sie treffen sich schon seit ein paar Monaten. Wow. Das ist ganz schön schnell. Genau. Wie hast du darauf reagiert? Es war ein Schock. In dem Moment, wo ich ihr das Hochzeitsfoto geben will, erzählt sie plötzlich von einem anderen Mann. Da konnte ich es ihr nicht mehr geben. Findest du, dass ich übertreibe? Nein, du reagierst völlig normal. Meine Mom hat 30 Jahre gewartet und ist es mir immer noch zu schnell. Es nimmt mich wirklich ziemlich mit, aber es geht hier nicht um mich. Stimmt. Also, ich werde mich nicht einmischen und Parker wird herzlich bei uns aufgenommen, okay? Kein Problem für mich. Er schickert ja nicht mit meiner Mom. Ich bin taktvoll. Sehen Sie, Parker, das ist mein Problem. Sogar mit Wilsons Stromeinheiten kriege ich all die mechanischen Dinger nicht zum Laufen. Wenn ich das richtig lese, steht da nichts über die Spannung drin. Hä? Nehmen Sie 220 Volt für die Mechanik statt unseren 110. Da reichen dieselben 20 Ampere für das Doppelte an Power. Ja. Doppelte Power, doppelter Spaß. Ab in die Garage. Willst du wissen, wo wir uns kennengelernt haben? Klar. In der Abteilung für Tiefkühlgemüse im Supermarkt. Nichts ist romantischer als eine Packung tiefgefrorener Rosenkohl. Wir plauderten noch ein bisschen bei Papierwaren und endeten mit unseren Lebensgeschichten beim Hundefutter. Und bei Waschmitteln hat er dir einen Heiratsantrag gemacht. So schnell ging es nicht. Weißt du, wie unser erstes Rendezvous aussah? Nein, wie? Parker und ich waren tanzen. Ich dachte, du hast tanzen. Nein! Naja, es war dein Vater, der nicht tanzen wollte. Gehst du mit Parker jetzt oft tanzen? Jeden Samstagabend. Und vor ein paar Wochen waren wir auf einem Square Dance Festival in Austin. Du fährst für einen Tag nach Austin? Wir sind übers ganze Wochenende dort geblieben. Super Idee. Ich lege eine Leitung von der Garage. Parker ist toll. Er weiß einen Weg für mehr Strom im Rahmen der Regeln. Echt gerissen. Starker Typ. Selbst ganz schön gerissen. Sie wissen, wie man den Motor des Trockners einsetzt.
Du hast den Trockner ruiniert? Ich mach das doch nur für dich. Über die Feiertage, so musst du bis Neujahr nichts waschen. Stell dir vor, Lil, Tim hat mich zu Tooltime eingeladen. Das ist ja wunderbar. Aber du musst aufpassen, wenn Tim sowas sagt wie getuned oder aufgepowert oder oh oh, renn so schnell du kannst. Schatz, wenn wir zu den Johnsons wollen, müssen wir uns beeilen. Das sind Parkers älteste Freunde auf der Welt. Ich bin ein bisschen nervös vor dem ersten Treffen. Sie werden dich lieben. Geht gar nicht anders. Wartet, wann bist du wieder zu Hause? Du musst nicht aufbleiben, Schatz. Ich hab die Schlüssel. Bye. Bis später. Viel Spaß. Parker ist ein toller Kerl. Hey, was würdest du sagen, wenn er bald zur Familie gehören würde? Für ein Mädchen gar nicht schlecht. Was hast du gegen Keith Partridge? Er kennt deine Mutter nicht. Ich finde es total unmöglich, wie die Frau sich verhält. Sie benimmt sich, als hätte Dad nie existiert. Und pausenlos quatscht sie noch von ihrem anrüchigen Square-Dance-Wochenende. Das war doch nur Square-Dance, Schatz. Ich sehe sie richtig vor mir, wie sie nackt zusammen durch die Gegend tanzen. Eine ganz andere Bedeutung der Anweisung und jetzt paarweise. Und du verstehst dich natürlich gleich blendend mit ihm. Ich bin gastfreundlich, weil du mich gebeten hast. Du hast diesen Mann eingeladen, zu Tooltime zu kommen. Mein Vater hast du nie gefragt, ob er mal dabei sein will. Dein Vater hasste Tooltime. Als ich ihn eingeladen habe, hat er gesagt, lieber sieht er sich das Testbild an. Hast du nie einen Vorschlag von meinem Vater zur Weihnachtsdeko akzeptiert? Jill, dein Vater hat keine Vorschläge gemacht, er hat Befehle erteilt. Okay. Ja, er war grob und er war ein schwieriger Mensch. Aber das macht die Sache nicht leichter. Ich habe den Eindruck, Mom ist mit Parker glücklicher als früher mit Dad. Das sieht nur so aus, weil die beiden erst ganz kurz zusammen sind. Bitte. Ich werde mit Mom darüber reden, wie ich mich dabei fühle. Nein, tu das nicht. Wieso nicht? Es ist Weihnachten. Das ist nicht die Zeit, über Gefühle zu sprechen. Wie heißt die beste Heimwerker-Sendung der Welt? Tooltime! Richtig, die Firma Binford präsentiert Ihnen Tim Taylor, den Heimwerker-König! Dankeschön! Wow, Sie sind ja gut drauf, tolle Stimmung! Danke, Heidi! Willkommen zu Tooltime! Ich bin Tim, der Weihnachtsmann Taylor. Und Sie kennen meinen Assistenten Al Borland. Dankeschön. Weihnachten steht kurz bevor und Weihnachten ist ein Fest der Geschenke. Genau. Und für die Last-Minute-Shopper hat der alte Heimwerker-King eine schöne Auswahl an Last-Minute-Geschenkideen. Und zum Auftakt gibt es die Binford 6100 Einschlafhilfe. Sie ist für diejenigen, die einfach nicht abschalten können. Mit diesem Apparat entspannen Sie sich und fallen bald in tiefen Schlaf. Sie können wählen zwischen Urwaldgeräuschen, plätscherndem Bach. Sowas ist doch absolut öde. Das dagegen. Indie-Renner bei 320 Stundenkilometern. Na schön, was haben wir denn noch? Ich habe eine Riesenüberraschung für euch, bin gleich wieder da. In der Zwischenzeit werfen wir ein Auge auf ausgesuchte Kleinigkeiten der Firma Binford. Dieses Jahr gibt es zu Weihnachten Heimwerker-Videos von Tim und Al. Genau. Zeigen Sie Ihren Lieben, wie man störende Nebengeräusche der Lampen eliminiert in das Schweigen der Lämpchen. Und lernen Sie, wann Sie nageln sollten, statt zu kleben, in Glueless. Und mein persönlicher Favorit, der verrückte Kompressor. Das ist der Hit in Frankreich. Und Tim wird uns auch noch ein Geschenk zeigen. Er sagte, es sei ein rotes Auto. Was will ein erwachsener Mann mit einem kleinen roten Auto? Wilson, was machen Sie da? Ich versuche, die Fenster zu verdunkeln, damit ich endlich schlafen kann.
Schlaflosigkeit? Nein, nein, nein. Überdosis, Tim. Und los! Ja. Nicht ungeschützt auf Jesus gucken. Oh, ich habe ein Geschenk für Sie. So, das ist aber nett. Ja. Hey, Mann, das ist ganz schön schwer. Jill, ist das Früchtekuchen? Nein, es ist kein Früchtekuchen. Es ist ein Weihnachtskuchen, gemacht aus Mangos und Papayas und... Okay, es ist Früchtekuchen, 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 Früchtekuchen. Tut mir leid, ich bin so außer mir wegen der Geschichte mit meiner Mutter und ihrem neuen Freund. Tim sagt, ich soll erst nach den Feiertagen mit ihr darüber reden, aber ich fühle mich völlig daneben. Ich werfe mit Früchtekuchen nach Keith Partridge. Was sagen Sie dazu? Er ist nicht gerade Brad Pitt, aber... Nein, ich meine, ob ich mit ihr darüber reden soll oder nicht. Da stimme ich dem Dichter William Blake zu, der sagte, ich war wütend auf meinen Freund, ich sprach über meinen Zorn und der Zorn verrauchte. Ja, aber wenn ich mit ihr rede, ruiniere ich ihr vielleicht das Fest. Wenn Sie nicht mit ihr reden, ruinieren Sie es für alle. Hey, Wilson, sehen Sie sich den tollen Schlitten an! Nicht jetzt, Tim! Es dauert nur eine Minute! Gedulden Sie sich einen Moment! Das müssen Sie unbedingt sehen. Aber wenn ich etwas Falsches sage und ihr wehtue... Das ist unwahrscheinlich, wenn Sie ihr gegenüber sensibel und taktvoll sind. Sie sofort Ihren idiotischen Weihnachtsmann aus meinem Garten! Fröhliche Weihnachten, Schätzchen! Oh, fröhliche Weihnachten, Mom! Du, ich hab Parker gesagt, er soll um 9 da sein. Das ist doch nicht zu früh, oder? Schön. Jill, hast du irgendwas? Du warst gestern Abend ziemlich still. Mom, ich muss etwas mit dir besprechen. Ich hoffe, du bist mir deswegen nicht böse, aber es passt mir nicht, dass du einen Freund hast. Ich verstehe. Nicht, dass ich was gegen Parker hätte. Er ist nett, nur es ist zu kurz nach Vaters Tod. Auch für mich ist das viel zu früh gekommen. Und als Parker mich beim Metzger das erste Mal gefragt hat, ob ich mit ihm ausgehe, habe ich Nein gesagt. Ich dachte, ich verletze damit das Andenken an deinen Vater. Also hast du ihn bis zur Kasse ordentlich zappeln lassen? Zu deiner Information, ich habe Parker wochenlang abgewiesen. Ich habe mich viele schlaflose Nächte lang schuldig gefühlt, weil ich überhaupt dran gedacht habe, mit ihm auszugehen. Aber genau so sollst du dich fühlen. Immerhin warst du mit Dad 50 Jahre verheiratet. Es waren 51 Jahre. Und 7 Monate. Und du hast mir nicht zu sagen, wie ich mich fühlen soll. Entschuldige vielmals, wenn ich Probleme damit habe, dich mit einem anderen Mann zu sehen. Es tut mir leid, aber es sieht so aus, als hättest du Dad ruckzuck einfach ersetzt. Wie bitte? Jill, dein Vater ist unersetzbar für mich. Und immer noch ist er so präsent in meinem Leben, dass es unsäglich viel Kraft kostet, jemand anderen an mich ranzulassen. Es tut mir so leid, Mom. Ich war einfach nicht darauf gefasst, wie schwer es für mich sein würde, dass Dad an Weihnachten nicht bei uns ist. Das ist auch für mich sehr schwer. Und obwohl ich versuche, mein Leben so gut wie möglich weiterzuleben, zerreißt es mir fast das Herz, dass er nicht mehr bei uns ist. Oh, du hast ja keine Ahnung, wie glücklich mich das macht. Das war nicht so gemeint. Nicht glücklich, so war das nicht. Ich weiß schon, was du gemeint hast. Ach, Mom. So, jetzt komm, komm. Weißt du noch, als ihr noch klein wart, da stand euer Vater am Weihnachtsmorgen ganz früh auf und machte seine... berühmten Apfelpfannkuchen. Oh ja. Und sobald er draußen war, bekam sie der Hund. Ist der Hund vielleicht deswegen gestorben? Es war süß von ihm, sowas zu machen und reizend, dass er mir sein großes Kochtalent vererbt hat. Mom, ich habe dich doch gestern gebeten, das Päckchen aufzumachen. Oh ja. Würdest du das jetzt tun? Ja, sehr gern. Gut. Bitteschön. Ach, sieh dir das an. Ein Luftfilter und ein Tankdeckel verchromt. Oh, Jill. Ich fand es in eurem Haus und habe es restaurieren lassen. Es ist einfach wunderschön.
Du warst eine wunderschöne Braut. Sieh nur, deine Haut ist weiß wie Alabaster. Ich war nur blass, weil ich kein Blut in den Kopf bekam. Mein Kleid war nämlich viel zu eng. Und natürlich war Dads Uniform perfekt bis hin zum Säbel. Aber den Säbel hat er nicht nur zur Zierde getragen. Hat er damit etwa die Torte angeschnitten? Nein, er hat das Kleid damit aufgeschnitten. Dad, die Jury hat sich vor dem Haus versammelt. Du kannst reinschalten. Ist die Jury soweit? Alle bereit? Bereit. Eins, zwei, drei. Oh. Oh-oh. Hey, Dad! Dein Weihnachtsmann hat drei Autos demoliert. Oh, was sagt die Jury zu der Szene? Gar nichts. Die Jury ist geschlossen in Ohnmacht gefallen. Weihnachten ist vorbei, mein Freund, und vielleicht hat Ihre Frau nicht ins Schwarze getroffen. Was können Sie da tun? Sie tauschen Ihre Geschenke einfach um in Heimwerker-Videos aus der Binford Heimwerker-Videokollektion. Etwa die, unsere neueste. Guck mal, wer undicht ist. Das Wichtigste beim Abdichten ist, dass eine schöne, glatte Oberfläche entsteht. Und dazu nehmen Sie am besten Binford Bootslack. Da geht kein Tropfen mehr durch. Stimmt's, Al? Stimmt nicht, Tim. Weil du garantiert keine glatte Oberfläche zusammenbringst. Sei nicht immer so negativ. Oh, hoppla. Stell dir vor, Detroit hat auch Stoppschilder. Sind das die großen achteckigen roten Dinger? Ja. Sind die achteckig? Ja. Sagt mal, sind die achteckig? Ja. Also ich wollte mich nur vergewissern. Stell dir vor, Detroit hat auch Stoppschilder. Ah, die dreieckigen roten Dinger. Stell dir vor, Detroit hat auch Stoppschilder. So, sind das diese achteckigen roten Dinger?